So sieht er aus, der erste modernisierte Intercity-Zug der Deutschen Bahn. Präsentiert wurde er am 4. Oktober in Hamburg. Die Fahrzeuge sind bis zu 40 Jahre alt. Im Rahmen der Generalüberholung der IC-Flotte werden insgesamt mehr als 770 Intercity-Wagen bis Ende 2014 umfangreich überarbeitet. Eine Ausstattung, die auf dem ICE-Niveau ist, auch mit den Features, die dazugehören, sei es Steckdosen am Platz, all diese Dinge, Bestuhlung. Ein vollständig modernisiertes Bordbistro, was nach meinem Dafürhalten sehr gut gelungen ist und eine schöne Atmosphäre auch im Restaurantbereich bietet. Und was aber natürlich auch ganz wichtig ist, ist eine Modernisierung und Erneuerung der Technik. Stichwort Energieversorgung, Aufbereitung der Klimaanlagen. Der ICE ist ausgesprochen wichtig für die Flotte. Immerhin fahren 40% unserer Fahrgäste in ICEs. Das sind insgesamt 53 Millionen Fahrgäste jedes Jahr. Insofern ist der ICE ausgesprochen wichtig für die Flotte. Und der wird jetzt ein echter Wohlfühlzug. Die Modernisierung der Wagen umfasst komfortsteigernde Maßnahmen wie die Erneuerung von 46.000 Sitzen mit Lederbezug in der ersten Klasse und Velourstoff in der zweiten Klasse. Dazu Steckdosen an den Sitzplätzen und Wandverkleidungen, Tische sowie etwa 42.000 Quadratmeter Teppich. Zusätzlich wird im Servicewagen das Kleinkindabteil neu gestaltet und der Bereich für mobilitätseingeschränkte Reisende vergrößert. Außerdem bietet der IC künftig mehr Platz für Radfahrer. Mehr als 1 Million Fertigungsstunden sind insgesamt in den 3 DB-Instandhaltungswerken Neumünster, Kassel und Nürnberg für die Umbauarbeiten kalkuliert. Eine besondere Herausforderung des Projekts stellt die Vielzahl an unterschiedlichen Wagentypen dar. Die Wagenflotte besteht aus 34 Bau- und Unterbauarten mit unterschiedlichen Varianten. Ein standardisiertes Fertigungsverfahren ist somit kaum möglich. Wir haben die Aufträge an die DB Fahrzeuginstandhaltung gegeben, weil wir davon überzeugt waren, dass sie das am besten können. Sie haben das immer wieder bewiesen. Wir haben ja auch schon das Redesign des ICE 1 in Nürnberg machen lassen und ausgesprochen gute Erfahrungen gehabt. Und wir sind auch sehr, sehr zufrieden mit der Arbeit der DB Instandhaltung, auch deswegen, weil die sehr flexibel sind, sich auf unsere Anforderungen einzustellen. Zum Fahrplanwechsel fangen wir mit der ersten Linie an, der Linie 30, Hamburg, Bremen, Köln, Stuttgart. Die wird nahezu komplett umgestellt auf diese neuen Fahrzeuge. Und dann geht das sukzessive, so wie die Fahrzeuge weiter fertig werden, mit den nächsten Linien weiter. Die Fahrzeuge werden im laufenden Betrieb erneuert. Dafür wird jeder Wagen für 14 Tage aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt 250 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in die Modernisierung ihrer Intercity-Flotte.